Wussten Sie, dass Zwiebelsaft Ihnen helfen kann, Haarausfall zu heilen und das Haarwachstum auf 100% natürliche Weise zu fördern? Hier sind einige Vorher-Nachher-Bilder vom Gebrauch von Zwiebelsaft auf der Kopfhaut. Sie werden alles über Zwiebel und Haarausfall in diesem Video erfahren. Aber zuerst ist es notwendig, die Struktur unseres Haares und die Ursache des Haarausfalls zu verstehen, um zu begreifen, warum eine Zwiebel ein wirksames Mittel sein kann. Das Haar besteht aus Eiweiß, das aus dem Haarfollikel stammt. Wenn die Zellen reifen, füllen sie sich mit einem fasrigen Protein namens Keratin, das dem Haar seine Stärke verleiht. Etwa 91% des Haares bestehen aus Eiweiß, das aus langen Ketten von Aminosäuren besteht. Haarausfall wurde kürzlich mit dem Fehlen von schwefelhaltigen Proteinen in der Kopfhaut in Verbindung gebracht. Zwiebeln enthalten zufällig eine spezielle Art einer hochabsorbierbaren Schwefelquelle. Dieses fantastische Mineral hilft bei der Bildung von Keratin im Haar, was zu mehr Haarwuchs führt und hilft, Haarausfall vorzubeugen und zu stoppen. Einige neuere Forschungen haben auch gezeigt, dass die topische Anwendung von Zwiebelsaft sogar bei Alopecia areata, dem kreisrunden Haarausfall, helfen kann. Und zwar in einer Studie, die im Journal of Dermatology Onion Juice, a New Tropical Treatment of Alopecia areata von Khalifa E. im Juni 2002 veröffentlicht wurde. Die Verwendung von Zwiebeln für Ihr Haar kann den Haarausfall drastisch reduzieren und das Haarwachstum fördern. Wie bereits erwähnt, fördert der Schwefel im Zwiebelsaft die Durchblutung. Dies hilft nicht nur den Haarfollikeln, sondern kann auch die Durchblutung im Allgemeinen verbessern. Laut PoreCirculation.net bietet die hohe Menge an Schwefelverbindungen in Zwiebeln kardiovaskuläre Unterstützung durch die Förderung gesünderer Cholesterin- und Blutdruckwerte. Darüber hinaus sind diese Schwefelverbindungen auch für ihre Fähigkeit bekannt, Thrombozyten in unserem Blut zu konservieren. Die Idee, dass Zwiebeln die Blutzirkulation verbessern, geht bis ins antike Griechenland zurück. Nach einigen verlässlichen historischen Quellen würden griechische Athleten große Mengen an Zwiebeln essen, weil sie glaubten, dass es das Gleichgewicht des Blutes erleichtere. Darüber hinaus gibt es mehrere wissenschaftliche Studien über die antibakteriellen Eigenschaften von Zwiebeln. Zwiebeln können tatsächlich helfen, Kopfhautinfektionen wie Schuppen und Dermatitis, aber auch graues Haar zu bekämpfen. Es wurde sogar vorgeschlagen, dass die Unterbringung von ein paar geschnittenen Zwiebeln in ihrem Kühlschrank alle Bakterien absorbiert und somit Familien vor vielen Krankheiten schützen würde. Und das ist noch nicht alles. Wie Sie vielleicht wissen, sind Antioxidantien ein unglaublich wichtiger Bestandteil guter Gesundheit. Zwiebeln enthalten tatsächlich ein wirklich starkes Antioxidans namens Quercetin. Quercetin hilft bei der Bekämpfung einer Vielzahl von allergischen Reaktionen und chronischen Entzündungen. Quercetin wird im Darm absorbiert und hängt dann für längere Zeit im Blutkreislauf und schützt vor allergenen und entzündlichen Krankheiten. Dies trägt dazu bei, die Gesundheit Ihrer Haarfollikel zu fördern und zu schützen. Laut The World's Healthiest Foods helfen die Antioxidantien in Zwiebeln auch, die Oxidation von Fettsäuren in Ihrem Körper zu verhindern. Wenn Sie einen niedrigeren Gehalt an oxidierenden Fettsäuren haben, wird Ihr Entzündungsniveau unter Kontrolle gehalten, da Ihr Körper weniger proinflammatorische Nachrichtenmoleküle produziert. Dies wiederum ist sehr vorteilhaft für Ihr Haar. Zwiebelsaft ist auch reich an verschiedenen Vitaminen und Mineralien, wie zum Beispiel Carotin, Calcium, Mangan, Phosphor, Vitamin E, Vitamin C und B-Vitamine. Schauen wir uns jetzt an, wie man die Top 3 der besten Hausmittel mit Zwiebeln zubereitet, um das Haarwachstum zu fördern und den Haarausfall zu stoppen. Für dieses Hausmittel benötigen Sie eine Zwiebel, 2 Esslöffel Olivenöl oder ein anderes der am Ende des Videos erwähnten Öle und einen Mixer oder Entsafter. Erstens. Schneiden Sie die Zwiebel in kleinere Stücke und werfen Sie alles in einen Mixer. Zweitens. Fügen Sie die Esslöffel Olivenöl hinzu und mischen Sie alles zu einer feinen Paste, wie Sie es im Video sehen können. Sie haben die Möglichkeit, etwas Wasser hinzuzufügen, wenn die Paste, die Sie erhalten, noch immer etwas trocken ist.
Dann legen Sie das Fruchtfleisch in ein Tuch und drücken so viel Saft wie möglich aus. Massieren Sie diesen Saft in Ihr Haar ein und konzentrieren Sie sich dabei auf den Haaransatz und die Kopfhaut. Lassen Sie es 30 bis 45 Minuten einwirken und waschen Sie es mit einem organischen Shampoo ab. Diese Behandlung sollte 3 bis 4 Mal pro Woche angewendet werden. Sie benötigen eine Zwiebel, 2 Esslöffel Kokosnussöl und ein paar Tropfen eines ätherischen Öls Ihrer Wahl. Wie bereitet man nun dieses Mittel vor? Erstens, die Zwiebel in kleinere Stücke schneiden und in einen Mixer geben. Zweitens, dann fügen Sie 2 Esslöffel Kokosnussöl hinzu und mischen Sie alles, bis Sie eine feine Paste enthalten. Auch in diesem Fall können Sie ein wenig Wasser hinzufügen, wenn Sie die Paste erhalten und sie immer noch etwas trocken ist. Geben Sie ein paar Tropfen ätherisches Öl in die Mischung. Dieser Schritt ist optional, aber ätherische Öle helfen, den starken Geruch der Zwiebel zu überdecken. Jetzt die Mischung in die Kopfhaut einmassieren und 1 bis 2 Stunden einwirken lassen. Dann spülen Sie den Saft mit Shampoo und warmem Wasser ab. Diese Maske sollten Sie an wechselnden Tagen oder an 4 Tagen in der Woche verwenden. Mit seinen starken antioxidativen Eigenschaften hat es keimtötende und fungizide Eigenschaften sowie natürliches Wachs, was es zu einer großen Hilfe gegen Haarausfall macht. Die Zwiebel-Honig-Mischung ist eine der besten Möglichkeiten, rohe Zwiebeln durch den Mund zu sich zu nehmen. Nehmen Sie 2 Esslöffel rohen Zwiebelsaft und fügen Sie einen Esslöffel Honig hinzu. Sie können den Saft entweder direkt einnehmen oder die Mischung auch auf die Kopfhaut auftragen. Dazu brauchen Sie eine große Zwiebel und 2 Esslöffel Honig. Das Mittel wird folgendermaßen zubereitet. Die Zwiebel in kleinere Stücke schneiden und in einen Mixer geben. Dann fügen Sie 2 Esslöffel Honig hinzu und mischen Sie alles, bis Sie eine feine Paste enthalten. Wiederum können Sie ein wenig Wasser hinzufügen, wenn die Paste, die Sie enthalten, noch etwas trocken ist. Gießen Sie die Mischung in eine Schüssel oder auf einen Teller und tragen Sie sie anschließend auf die Kopfhaut auf, bis zur vollständigen Absorption einmassieren. Lassen Sie es 15 Minuten einwirken, dann gründlich shampoonieren, um alle Spuren der Paste zu entfernen. Wie bei den anderen 2 verwenden Sie dieses Mittel an 3 Tagen in der Woche, zum Beispiel Montag, Mittwoch und Samstag. Kann man Zwiebelsaft mit anderen Ölen mischen? Die Antwort ist ja. Zwiebelsaft kann erfolgreich mit Kokosnussöl, Rizinusöl, Mandelöl, Amolaöl, Olivenöl, Chiliöl, Arganaöl, Jojobaöl, Traubenkernöl, Granatapfelkernöl, Shea-Butteröl, Avocadoöl und Rapsöl gemischt werden. Wie lange dauert es, bis die Ergebnisse sichtbar sind? Es dauert durchschnittlich 2 bis 3 Monate, wobei das Öl 3-mal pro Woche an wechselnden Tagen verwendet werden soll. Zum Beispiel Montag, Mittwoch und Freitag. Kann ich die Zwiebelmaske die ganze Nacht auf dem Kopf behalten und am Morgen abwaschen? Wir empfehlen, die Zwiebelmaske maximal 1 Stunde auf der Kopfhaut zu belassen und sie dann mit einem guten Shampoo abzuwaschen. Wenn Sie es länger aufbehalten, kann es Ihre Kopfhaut reizen. Sie können versuchen, es für 2 Stunden zu behalten und die Reaktion Ihrer Haut zu beobachten. Wenn Sie sehen, dass Ihre Haut eine gute Zwiebelverträglichkeit hat, dann können Sie sie länger tragen. Kann ich es jeden Tag benutzen? Sie können, aber der empfohlene Weg ist 3 bis maximal 4 Tage pro Woche. Die Zwiebel riecht sehr stark in meinem Haar. Was kann ich tun, um den Geruch zu vermeiden? Sie sollten ein gutes organisches Shampoo verwenden, um Ihre Haare zu waschen und dann spülen Sie es mit einer Mischung aus Bio-Apfelessig und heißem Wasser mit ein paar Tropfen Zitronensaft und ein paar Tropfen eines guten ätherischen Öls wie Lavendel- oder Rosmarinöl. Das wird den Zweck erfüllen. Ist es gut, Zwiebelsaft und Shampoo miteinander zu vermischen? Nein, das würde ich nicht empfehlen. Halten Sie die beiden Dinge getrennt. Verwenden Sie das Shampoo, um den Zwiebelsaft von Ihrem Kopf abzuwaschen. Zu welcher Tageszeit ist es am besten, dies zu tun? Morgens? Nachts vor dem Schlafengehen? Das spielt keine Rolle, wann immer Sie Zeit haben. Kann ich den Zwiebelsaft auf fettiges Haar auftragen?
Doch das können sie. Wenn sie beabsichtigen, es direkt auf ihre Kopfhaut aufzutragen, stellen sie sicher, dass ihre Kopfhaut nicht fertig ist. Wird diese Behandlung meine Haarlinie wieder wachsen lassen? Es gibt Leute, die über echtes Haarnachwachsen mit dieser Behandlung berichten. Es könnte auch für Sie funktionieren. Probieren Sie es aus und melden Sie Ihre Ergebnisse im Kommentarbereich. Wie lange kann ich die Mischung im Kühlschrank aufbewahren, um sie später zu verwenden? Wenn Sie eine größere Portion nehmen und beabsichtigen, diese in den folgenden Tagen zu verwenden, können Sie die Mischung in einer Glasflasche bis zu 3 Tage aufbewahren. Ich empfehle es nicht länger aufzubewahren. Im Laufe der Zeit verliert es seine Qualitäten. Okay, das waren also die am häufigsten gestellten Fragen. Bevor ich dieses Video beende, denke ich, dass es wichtig ist, auch einige mögliche Nebenwirkungen von Zwiebelsaft zu beachten. Es gibt einige besondere Situationen, in denen Zwiebelsaft mit Vorsicht angewendet werden sollte. Zwiebeln können bei manchen Menschen allergische Kontaktdermatitis auslösen. Wenn dies der Fall ist, vermeiden Sie die Verwendung einer Zwiebelmaske. Zwiebeln gehören zur Gattung Allium. Sie sind reich an Schwefel und phenolischen Verbindungen, die als Hautreizstoffe bekannt sind. In schwerwiegenderen Fällen kann Zwiebeln eine hautreizende Kontaktdermatitis verursachen. Das Auftragen der Zwiebelmaske auf die zarte Haut kann zu Schuppenbildung, Juckreiz oder starkem Brennen führen. Bevor Sie eine Maske auftragen, müssen Sie sie zunächst an einer kleinen Stelle des Hautarms testen. Da die Kombination von Produkten oder einen einzelnen Teil davon eine starke allergische Reaktion hervorrufen kann. Wenn Sie ein brennendes Gefühl und übermäßiges Kratzen verspüren, halten Sie sich von der Verwendung von Zwiebelsaft auf der Kopfhaut fern. Okay, das ist alles für das Video. Ich hoffe, dass dies hilfreich sein kann. Denken Sie daran, dass wenn Zwiebelsaft für Sie nicht funktioniert, ich Ihnen empfehle, unsere natürliche Stopp-Haarausfall-Behandlung von endhairloss.eu zu überprüfen. Wir haben ein erstaunliches, natürliches Programm, das von Tausenden von Menschen auf der ganzen Welt benutzt wird und Ihnen helfen kann, die Mikrozirkulation auf natürliche Weise zu reaktivieren. DHT, den Hormonfeind der Gesundheit Ihrer Haare, zu deaktivieren und schlechte Kopfhautzustände wie Dermatitis, Schuppen, Seborrhea und Kopfhautreizungen zu beheben. Klicken Sie auf den Link unten links, um das erste Video zu sehen. Vielen Dank für das Ansehen und vergessen Sie nicht, unser Video zu liken, wenn es Ihnen gefallen hat, und abonnieren Sie für weitere Videos wie dieses. Danke!